Ein herzliches Hallo aus Augsburg. Ich bin Svenja von der Vogel IT Akademie und begrüße euch ganz herzlich zu diesem Keynote Preview im Rahmen unserer CCX Cloud Computing Conference. Die CCX wird am 19. September im schönen Gastwerk Hotel in Hamburg stattfinden und auch digital via Livestream. Euch erwarten über 20 Sessions zu aktuellen Cloud- und Digitalisierungstrends, neue Ideen, Tipps und Ansätze für die Cloud-Strategie sowie spannende Technology Insights. Unter diesen 20 Sessions sind sage und schreibe 11 Keynotes, Best Practices und Workshops. Und mit dieser Preview geben wir euch einen kurzen Vorgeschmack und Eindruck der Themen und stellen euch die Sprecher und Sprecherinnen vor. Besser gesagt, sie tun das selbst. Und so freue ich mich sehr, dass drei Sprecher unserer Einladung für heute gefolgt sind. Zuallererst freue ich mich sehr, Najat Mesaoud herzlich zu begrüßen. Liebe Najat, stell dich gerne erstmal den Zuschauern und Zuschauerinnen vor. Ja, hallo erstmal an alle da draußen und wir freuen uns oder ich freue mich insbesondere darauf, euch dann auch alle vor Ort in Hamburg zu treffen und auch hier meine Kollegen auch vor Ort zu sehen und mit ihnen in Austausch zu treten. Ich bin Najat Mesaoud, ich leite bei der Microsoft Deutschland GmbH unser Azure Business. Darunter versteht man im Endeffekt wirklich die Strategie, die Planung, die Wachstumsinitiativen, die wir haben, um ja im Endeffekt auch unsere Kunden und Partner, die sich dann für Azure entscheiden, dies erfolgreich auch umzusetzen in ihren digitalen Transformationsprojekten. Ganz herzlichen Dank, da haben wir schon einen sehr guten ersten Eindruck von dir bekommen. Und du bist diejenige, die unsere CCX mit deiner Keynote eröffnen wirst. Du hast sie unter das Thema bzw. die Frage gestellt, führen alle Wege in die Cloud? Kannst du uns einen Einblick geben, warum man sich dieser Frage stellen sollte und welche Aspekte du beleuchten wirst? Naja, ich habe den Titel erstmal so gewählt mit Ausrufezeichen, Fragezeichen. Weil meiner Meinung nach gibt es da schon auch eine Analogie zum alten Rom, ja, wo im Endeffekt das Zentrum der Innovation etc. pp. Tatsächlich in Rom der damaligen Zeit stattgefunden hat. Und ich glaube, die Cloud ist in der IT-Welt das Rom der Neuzeit. Man braucht aber dafür nicht nach Rom zu reisen, sondern die Cloud ist für alle von überall zugänglich. Nichtsdestotrotz sollte man sich dann darüber Gedanken machen, wie nutzt man die Cloud und was nutzt man davon? Ich denke auch, um auch nochmal eine Analogie mit dem alten Rom zu wählen, es ist gar nicht mehr die Frage, ob Cloud, sondern wie. Auch da sage ich immer, der digitale Rubikon ist längst überschritten, wie damals auch, als Caesar Richtung Germanien gezogen ist, zu erobern. Ist es tatsächlich so, und er damals gesagt hat, es gibt keinen Weg mehr zurück, so ist es tatsächlich auch mit der Cloud. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Es geht nur darum, halt wann, wie, wo macht man es. Es wird also um Chancen und Herausforderungen auch in und mit der Cloud gehen und auch um die Frage, welche Daten und Anwendungen gehören wirklich in die Cloud. Und ich bin sicher, dazu können wir uns auch im Nachgang zu deiner Keynote noch sehr intensiv mit dir austauschen. Du hast dir den Tag hier eingeplant und wir freuen uns wirklich sehr, dass du mit dabei bist. Ganz herzlichen Dank für deinen Eindruck. Als nächsten Gast darf ich Thomas Auer ganz herzlich willkommen heißen. Lieber Thomas, schön, dass auch du mit dabei bist. Verrate uns kurz, wer bist du und was machst du? Ja, ich freue mich natürlich auch, endlich wieder vor Ort in Hamburg sein zu können. Mein Name ist Thomas Auer. Ich bin der Director IT für Backend and Cloud Services bei der Knorr-Bremse in München. Ich verantworte mit meinem Team die Global IT, wie es so schön heißt. Ich habe über die ganze Welt Teams verstreut, die dafür sorgen, dass die Knorr-Bremse mit ihren fast 100 Niederlassungen überall ja die Cloud nutzen kann. Und zwar auch vollumfänglich und ohne Störungen und ohne Hindernisse. Das gelingt uns sehr gut. Wir sind jetzt seit fast einem halben Jahr nahezu zu 100% in der Cloud, in der Azure Cloud. Hat alles sehr reibungslos funktioniert und ja, wir stemmen damit mit weltweit eben rund um den Globus alles, was die Knorr-Bremse an Global IT braucht. Das sind so Kleinigkeiten wie SAP,
oder auch unsere kompletten PLM-Anwendungen und noch knappe 200 Anwendungen mehr. Wow, ganz herzlichen Dank. Damit bist du auch schon fast in dein Thema reingesprungen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Wir hatten ja auch die Ehre, dich als Keynote Speaker bei unserer Virtual Conference im April dabei zu haben. Mhm. Du hast Einblicke schon gegeben in die Cloud Journey der Knorr-Bremse und dein Publikum war begeistert, vor allem wie du das rübergebracht hast natürlich, aber auch wie ihr auch die Journey begleitet habt oder gestaltet habt. Mhm. Kannst du nochmal hier in diesem Rahmen der Keynote Preview nochmal Einblicke geben in eure Erfahrungen und Learnings und worüber du im September dann sprechen wirst? Ja, gerne. Also Learnings gab es wirklich viele und sie hören auch nicht auf in der Cloud. Es ist tatsächlich so, dass man immer wieder auf Probleme trifft und die auch lösen muss. Aber prinzipiell war für uns eben wichtig, das habe ich ja bei der letzten Keynote auch gesagt, eben das fundierte, die Strategie vorher fundiert zu erarbeiten. Das war wirklich sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich. Und das haben wir, da haben wir uns auch externe Unterstützung geholt. Da hat uns auch Microsoft wirklich sehr gut unterstützt. Und da, die Cloud ist so gewachsen. Ja, und wir haben dann irgendwann auch tatsächlich gesagt, wir machen eine Cloud-First-Strategie mit allem, was dazugehört. Auch das Thema Security begleitet uns jetzt mittlerweile schon seit einem guten Jahr, wo man eben einfach gucken muss, dass die Anforderungen an so einen Weltkonzern eben ja auch secure sind. Und andererseits schätzen wir mittlerweile die Flexibilität, die Cloud uns bringt. Und wir haben auch definitiv jetzt eben mit einer sehr stringenten Migration begonnen Ende letzten Jahres und migrieren in Wellen in die Cloud rein und werden jetzt tatsächlich im November unsere fast nahezu 1700 Server weltweit migriert haben in drei Zonen, Europa, Amerika und Asien. Und wie gesagt, jetzt stehen wir vor neuen Herausforderungen. So ein Thema FinOps beschäftigt uns extrem. Ja, wie verrechne ich jetzt die Kosten in einem sehr agilen Umfeld, wie der Cloud eben das ist? Ja, man hat nicht mehr so die schönen linearen Abschreibungsfristen, wie man bei den Servern hatte oder beim Rechenzentrum. Nee, die Cloud ist agil. Da ist ein Monat dabei, da ist viel. Da ist wieder ein Monat dabei, da ist wenig. Und ein Konzern wie die Knorr-Bremse, tut sich da schwer damit. Das kann man ganz klar so sagen. Und da arbeiten wir im Moment massiv an Lösungen. Nichtsdestotrotz kommen auch so schöne Themen wie Cloud Center of Excellence dazu momentan, wo ich auch ein bisschen erzählen werde in Hamburg. Das ist ja auch ein Thema, was viele Firmen momentan beschäftigt. Und da habe ich auch so 1, 2, 3 Folien dabei. Und wo lasse ich mich auch gerne fragen. Ich gebe auch, wie beim letzten Mal, auch gern ehrlich Antwort. Ich teile da gerne unser Wissen, unsere Erfahrungen und freue mich deshalb auf September in Hamburg. Wir freuen uns auch sehr. Wir können bestätigen, dass du auch offen bist für Fragen und auch sagen kannst, was ihr vielleicht rückblickend betrachtet anders gemacht hättet oder was jetzt auch die nächsten Schritte sind. Fakt ist, diese Journey wirst du tatsächlich in kurzen 20 Minuten vorstellen. Deshalb natürlich nochmal einen Grund mehr einzuladen und sich vor Ort mit dir auszutauschen auch darüber. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Wie heißt es so schön? Alle guten Dinge sind drei. So sage ich Hallo und herzlich willkommen, Christian Kerschagel. Christian, du darfst es deinen Vorrednern gerne nachmachen. Stell dich gerne erstmal kurz vor. Vielen Dank, Svenja. Hallo an alle. Mein Name ist Christian Kerschagel. Bin Lead Enterprise Architect bei der Spar Information and Communication Services. Das ist die IT-Unit der Spar Österreich-Gruppe. Und mit einem internationalen IT-Architektenteam treiben wir die Architektur unseres Unternehmens kontinuierlich voran und entwickeln es immer weiter. Und da kommen wir natürlich auch nicht an Cloud-Lösungen vorbei. Auch davon haben wir schon im April einen ersten Eindruck bekommen. Uns erwartet im September sozusagen Teil 2 der unvermeidlichen Reise von Spar in die Cloud.
Kannst du kurz erläutern, warum war die Reise überhaupt unvermeidlich? Was war die Ausgangslage und was erwartet uns im September in deiner Keynote? Ja, beim ersten Teil war ja eher so ein bisschen die Governance und die Theorie und warum wir gestartet sind in diese Reise. Vielleicht als kurze Wiederholung, es war einerseits natürlich auch, weil Hersteller auf der Roadmap Richtung Cloud gehen. Wir haben auch gesehen, dass gewisse Funktionalitäten nur in der Cloud verfügbar sind und gewisse Vorteile für uns in der Organisation natürlich, das ist zum einen natürlich Optimierung unserer Arbeit, also dass wir uns wirklich auf das fokussieren, was uns weiterbringt. Und ja, die Skalierbarkeit von Cloud-Lösungen war es einfach auch, wo wir gesagt haben, da werden wir ein Auge drauf werfen und sind sehr sorgfältig damit umgegangen. Also wir haben keine Cloud-First-Strategie in diesem Sinne ausgesprochen, sondern haben eher den Ansatz, wir gehen da in die Cloud, wo es aus unserer Sicht absolut sinnvoll ist und wo wir in einem dieser Bereiche einen Mehrwert haben. Und das möchte ich ganz gern bei der nächsten CCX vorstellen, dass ich auf der einen Seite die Hauptlösungen, die wir im Einsatz haben oder zum Einsatz gebracht haben, ein bisschen darauf eingehe, was ist denn die Motivation gewesen. Auch vielleicht den ein oder anderen Architekturteil vorstelle und wie es uns denn in der Realität, in der Implementierung und dann logischerweise auch im Tagesgeschäft damit gegangen ist. Und da kann ich ganz gern auch jetzt schon sagen, du wirst gehen zum einen Seite über SAP-Lösungen in der Cloud, über unsere neue Business Intelligence Plattform, ob es unsere Erwartungen gehalten hat. Natürlich das ganze Thema Digital Workplace und Collaboration und diverse End-Consumer-related Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Online-Shops und auch Mobile-Apps. Fantastisch. Auch ein herzliches Dankeschön an dich. Und mit deiner Keynote erfüllst du auch einen großen Wunsch, den wir mit der Konferenz im Allgemeinen und den Inhalten auch hatten, nämlich wirklich Beispiele aus der Praxis zu bringen und auch rüberzubringen, wie läuft der Cloud-Betrieb tatsächlich. Und schön, jemanden wie dich dann auch mit dabei zu haben, genau wie den Thomas, die ihr die Praxiserfahrung habt und gerne auch mit anderen teilt. Also vielen, vielen Dank dafür. Gerne. So sage ich nochmal an euch alle drei ein ganz herzliches Dankeschön für eure exklusiven Einblicke in eure Keynotes und Best Practices. Wir freuen uns schon sehr auf die CCX mit euch und auf einen spannenden Tag und natürlich auch Austausch. Und gemeinsam mit Najat, Thomas und Christian lade ich alle ganz, ganz herzlich ein, am 19. September in Hamburg und auch digital mit dabei zu sein. Ich glaube, ihr habt heute gesehen, es lohnt sich definitiv, vor Ort dabei zu sein, tolle Charaktere mit dabei und viele, die gerne eure Fragen auch persönlich beantworten. Den Link zur Agenda mit allen Sessions und zur Anmeldung findet ihr nochmal in der Beschreibung und wir sehen uns hoffentlich am 19. September.